Willkommen zurück auf unserem Kanal, heute zu einem kurzen FAQ-Video zum Spiel Legend of Mushrooms. Einige von euch haben sich gewünscht, dass wir mal die magische Lampe erklären, das heißt, wie die aufgebaut ist, wie die funktioniert und was man für spezielle Funktionen mit der Lampe eben vollziehen kann. Um nicht lange rumzuschnacken, gehen wir einfach direkt mal auf die Lampe drauf. Die meisten kennen das sicherlich, gerade die neu sind im Spiel, die drücken immer mit einem kleinen Fingertips auf die Lampe drauf, verkaufen jedes einzelne Item und ziehen nach und nach immer wieder einzelne Gegenstände. Das ist natürlich lästig und wir haben auch schon die lustigsten Sachen gehört, wie dass sich welche einen Autoklicker gekauft haben, um irgendwie die ganze Zeit diese Lampe abzuernten, weil man kriegt ja wirklich hohe Stückzahlen davon, von 1000 bis 20.000. Und natürlich dauert das seine Zeit, wenn man das so macht. Aber die Entwickler waren ja nicht dumm und haben sich was Cooles überlegt. Und zwar haben die quasi eine Art Autoklicker schon mit in das Spiel eingebaut. Das heißt, neben der Lampe seht ihr hier ein kleines Zahnrad, wo ihr einfach mal drauf gehen könnt. Und da habt ihr jetzt verschiedene Funktionen. Ganz oben seht ihr schon, steht die Ausrüstungsqualität. Das heißt, hier habt ihr die Möglichkeit, in der Lampe einzustellen und zu sagen, okay, ich möchte nur die und die Ausrüstungsqualität haben oder ab dieser Ausrüstungsqualität diese und alles, was darüber liegt, bitte ernten. So, das heißt, wenn ihr jetzt angefangen seid, wird das sicherlich blau, lila oder gelb sein. Bei uns ist es jetzt mittlerweile halt schon Gold oder Transzendent. Hier an der Stelle gleich mein erster Tipp, nutzt immer nur das Höchste, was möglich ist. Das heißt, wenn ihr jetzt wirklich alles schon auf unsterblich habt, alles auf pinke Ausrüstung, dann macht es wirklich keinen Sinn, noch die Unsterblichen zu suchen. Ab dem Lampenlevel 20 könnt ihr das Transzendent-Item finden und ab da an würde ich auch wirklich nur Transzendent einstellen und das wirklich so durchlaufen lassen, ohne irgendwelche Filterkriterien oder sonst was, weil diese Art oder diese Qualitätsstufe einfach viel zu selten ist, um da das irgendwie noch weiter zu filtern. Für euch aber als Anfang und als neue Spieler oder Midgame-Spieler ist es ganz wichtig zu sagen, dass ihr eine ziemlich coole Möglichkeit habt. Das heißt, mal angenommen, ihr seid jetzt Level 30 oder 40 und sucht jetzt die Rarität Lila. Dann könnt ihr das hier einstellen und habt jetzt noch zusätzlich die Funktion, ein Filterkriterium einzustellen. Das heißt, angenommen, ihr spielt einen Bogenschützen oder einen Armbrustschützen, könnt ihr jetzt hier einstellen, ich gehe auf Komboschaden und auf Ausweichen als Beispiel. Man kann beim Bogenschützen Ausweichen, Crit oder Betäuben spielen als zweite Möglichkeit. Hier auch nochmal ein Hinweis auf das Armbrustschützen-Guide-Video. Gönnt euch das gerne nochmal, falls ihr dazu noch Fragen habt. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr das hier so auswählen und habt zusätzlich die Möglichkeit hier unten eben noch einzustellen, wie viele Lampen gleichzeitig von diesem Autobot geöffnet werden sollen. Das heißt, wenn wir jetzt gleich auf Start drücken, wird dieser Bot automatisch durchlaufen. Um euch das mal zu zeigen, stelle ich jetzt einfach mal ein, dass er 4 auf einmal öffnen soll und alles mit Lila und höher mit den Stats, Kombo und Ausweichen eben stoppen soll, damit wir uns entscheiden können, rüsten wir das aus oder verkaufen wir das. So, ich lasse das mal durchlaufen. Wie ihr seht, ich klicke gar nichts und er hat gestoppt, weil er eben die Rarität Lila und Gold gefunden hat, so wie wir es eingestellt haben, mit den Attributen, die wir brauchen. Das hat es jetzt natürlich nicht übernommen, aber rein theoretisch stehen dann hier die Attribute mit drauf. Genau, das verkaufen wir jetzt und stoppen das Ganze, indem wir einfach nochmal auf die Kanne drücken. Dann ist das Ganze vorbei, verkaufen das und dann könnt ihr quasi auch einen Stop machen. Falls ihr durch eine tägliche Mission irgendwie jetzt 300 Lampen öffnen müsst und ihr wollt nur 300 machen, dann wie gesagt ein kurzer Klick und das Ganze ist beendet. Was jetzt aber noch viel spannender ist, ist, dass es die Möglichkeit gibt, mit dieser Suchfunktion und Filterfunktion eben vorbeugend und zukunftstechnisch schon auf seine zukünftige Klasse eben vorzuspielen. Das heißt, das Spiel hat euch die Möglichkeit gegeben, ein zweites Gear anzulegen oder vorzubereiten. Entweder nutzt ihr das, um euch PvP und PvE Equipment zusammen zu farmen, oder ihr nutzt das, um euch eben eure Main-Klasse zu farmen und für Level 100 oder Level 120, je nachdem, eben einen Armbrustschützen oder einen Berserker-Equipment zusammen zu farmen. Was ich damit meine, zeige ich euch jetzt. Das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir ein Level 50er Magier sind. Ja, wir sind ein Level 50er Magier und wollen jetzt auf Level 100 zum Armbrustschützen umswitchen. Jetzt können wir einfach sagen, bitte gib uns jetzt gerade, weil wir ja Magier sind, logischerweise den fähigkeitskritischen Treffer und als zweites Attribut betäuben. So, aber das ist nicht alles. Wenn du jetzt Rüstungsteile findest, die Attribute Combo und Crit haben, dann stopp bitte trotzdem, denn das wollen wir nutzen, um für den Armbrustschützen schon mal unsere Rüstungsteile zu sparen. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Dafür nehmen wir jetzt aber nochmal auf beliebig, weil das sonst so lange dauern würde. Ihr lasst logischerweise dann die Einstellungen drin. Suchen jetzt einfach mal auf der 1
bis eine Rarität lila kommt. Und dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Glück gehabt, direkt das erste ist natürlich ein lilanes Teil, perfekt. Mal angenommen, fähigkeitskritische Treffer, denkt einfach, das wäre jetzt Combo oder Ausweichen und wir wollen das jetzt für unseren Bogi, der dann Level 100 ist, wenn wir dann umswitchen, schon mal anlegen und sparen. Dann klickt ihr einfach mit der Maus oben drüber, um die Lampe erstmal in so einen passiven Zustand zu befördern und habt jetzt hier unten einen Button mit so einem T-Shirt drauf. Da klickt ihr auch einmal drauf und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, unten den Ausrüstungsplan zu nutzen. Das heißt, ihr seht hier jetzt einmal euren Main-Charakter mit eurer derzeitigen Ausrüstung, den ihr aktuell spielt. Habt aber noch einen zweiten und später im späteren Verlauf des Spiels auch einen dritten Plan. Das heißt, ihr könnt jetzt hier diesen Plan mal als Beispiel, wir nennen ihn jetzt einfach mal Jäger. Ich nenne ihn jetzt Jäger, scheint bloß vier Buchstaben zu gehen. Wir nennen ihn einfach Jäger in Anführungsstrichen und wechseln jetzt auf diesen Plan über. Jetzt seid ihr für den Moment an richtig schwach. Da müsst ihr auch aufpassen an der Stelle. Es gibt Leute, die warten auf so eine Momente, um euch dann von der Arena oder anderen Podesten eben runterzufahren. Klickt dann wieder auf das Kreuzchen, geht wieder auf die Lampe drauf und ihr seht schon, es vergleicht jetzt nicht mehr irgendein Item, denn das ist das einzige Item, was jetzt gefunden wird. Das heißt, ihr legt jetzt diese Schuhe an und merkt, okay, krass, ihr seid komplett auf Null gesetzt, ihr seid in der neuen Klasse, ihr fangt jetzt an, euer Equipment zu farmen. So, und wenn ihr das fertig habt, seid nicht so doof auf gut Deutsch gesagt und bleibt hier drin, sondern geht wieder auf das T-Shirt und wechselt eure Klasse zurück auf eure Main-Klasse und macht das Ganze dann einfach wieder so. Wenn ihr ein Item findet, wo euch die Stats vielleicht für eure zukünftige Klasse besser gefallen, dann switcht ihr immer wieder, wenn ihr das habt, kurz auf diese Jägerklasse um und rüstet das dann dort aus. Zusätzlich noch ein sehr, sehr cooles Goodie und Gimmick, was das Spiel hier zur Verfügung stellt, ist hier unten links die Abenteuerausrüstung. Das heißt, das Spiel bietet euch in jedem einzelnen Aspekt die Möglichkeit, immer verschiedene Pläne zu machen. Das heißt, ihr könnt bei der Pilzstatue, bei den Fähigkeiten, bei den Pets, bei dem Gear, also ihr könnt wirklich überall irgendwo verschiedene Pläne zusammenstellen, die eben gegen Bosse sind, die gegen Dungeon-Gegner sind, die für PvP sind oder gegen PvE-Gegner sind. Das heißt, hier ist eine gesamte Übersicht, das ist in meinen Augen das Beste überhaupt, wo ihr verschiedene Ausrüstungsgeare und das bis zu 5 Stück zusammenstellen könnt. Das heißt, ihr könnt hier wirklich euer Gear ändern mit Reittier, ihr könnt eure Fähigkeiten und Pets, eure Relikte und die passenden Pilzstatuen, Werte und Attribute hier ergänzen. Das heißt, ihr könnt euch wirklich komplette Sets zusammenstellen, eben ein für PvP, gegen Krieger, dann einmal gegen PvP, gegen Magier, dann vielleicht einmal gegen Dungeon-Gegner, ja, vielleicht einmal gegen die schnellen Bosse, wie den Schleim oder die Schlange, die wirklich aggressiv mit viel Schaden auf euch wirken, wo ihr sagt, okay, wir bauen ein sehr defensives Bild, das wir länger durchhalten und nutzen halt gegen die anderen Bosse eben sehr ein aggressives Bild. Das heißt, ihr könnt hier wirklich variieren, um wirklich schnell und durchgeklügelt nach vorne zu kommen. Der das nicht nutzt, der wird halt immer rumprobieren und mal ein bisschen die Pets hin und her switchen und braucht halt ewig lange, um weiterzukommen. Und hier habt ihr eben einen kleinen Vorteil gegenüber euren Mitspielern, um da ein bisschen nach vorne zu rücken. So viel also zu dem Video. Im Prinzip ganz einfach, wir wollten es trotzdem für euch auf den Kanal gestellt haben, auch für die, die das Spiel noch gar nicht kennen, damit ihr bestens vorbereitet seid. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Lampenöffnen, viel Spaß beim Erstellen der Sets und wir sehen uns beim nächsten Video.